Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblingsmontis. Und bevor ich loslege, kurz zur Info. Mir ist heute eine Softbox kaputt gegangen. Ich kann also nur mit einer Softbox drehen. Von daher könnte das Bild ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Also haltet euch mit Beschwerdekommentaren zurück. Ich weiß Bescheid. Und bevor es ans Eingemachte geht, möchte ich hier nochmal kurz Danke sagen. In meinem gestrigen Video habe ich ja meine persönlichen YouTube-Ziele bekannt gegeben und um eure entsprechende Unterstützung gebeten. Und ich kann nur sagen, wow, was für eine Community. Nach Veröffentlichung dieses Videos ging dann ja mal richtig die Post ab auf meinem Kanal. Also nochmals vielen Dank an all meine Abonnenten und Zuschauer für die tolle, tolle Unterstützung. Bevor nachher zu viele abschalten, kommen wir auch schon zu den heutigen News. Dieses Mal gibt es zwei kleine News aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Zum einen gibt es neue und höchst interessante Neuigkeiten zur neuen Anfängerklasse von Nvidia namens GTX 1030. Sie wird wohl doch nicht ganz so viel Leistung wie in einem meiner Videos angekündigt. Dieses findet ihr übrigens in der Infoleiste hier oben. Die weiteren News ist endlich mal wieder aus dem Konsolenlager. Denn, ja, es ist wahr, Nintendo veröffentlicht bald schon wieder eine neue Konsole. Und da ein wenig Clickbait auch bei mir sein muss, sage ich natürlich noch nicht welche. Dazu müsst ihr euch nämlich noch ein wenig gedulden. Und da Videovorspulen starken Gehirnzellenabbau verursachen soll, solltet ihr besser die Finger davon lassen und euch das ganze Video angucken. Also bis gleich in 7 Sekunden. Und an alle, die noch da sind, herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft alle eure Hirnzellen noch euer eigenen. Alle anderen, naja, dazu sage ich besser nichts. Also kommen wir zum ersten Thema dieses Videos, nämlich der neuen Anfängerklasse für Grafikkarten von Nvidia. Hier gibt es nun ein paar weitere Fakten. Und da die GTX 1030 ja ganz offiziell gegen AMDs neue Unterklasse der AX 550 antritt, habe ich hier doch gleich mal eine Vergleichstabelle erstellt, in der ich mal beide Karten gegenüberstelle. Und man muss nicht allzu lange gucken und kein Experte sein, um zu sehen, dass das für die 1030 ganz schön schwer werden könnte. Entgegen ersten Angaben nutzt die GTX 1030 nämlich wohl nicht alle 512 Shader-Einheiten des GP108-300. Es sind wohl nur deren 384 freigeschaltet, was die Leistung dann natürlich deutlich schrumpfen lässt. Und da Nvidia natürlich keinen Chip mit 512 Shadern produziert, um diesen dann nicht im Vollausbau zu nutzen, dürfen wir wohl ziemlich sicher noch mit einer GTX 1040 oder vielleicht einer 1030 Ti rechnen. Zwar wenig Shader, dafür sorgt dann aber wohl ein relativ hoher Takt mit über 1500 MHz im Boost für die nötige Leistung, um die AX 550 zumindest ansatzweise angreifen zu können. Und da Nvidia bisher immer mehr Leistung aus weniger Shadern kitzelte als AMD, kann man GPU-seitig sogar ja von einem Unentschieden ausgehen. Der Problemfall kommt aber wohl erst jetzt. Und das ist der Speicher, der der 1030 wohl den Kopf kosten könnte. Nur 3000 MHz, also 500 MHz weniger als die AX 550 sind im Vergleich ja schon relativ schwach. Aber das Schmalspur-Interface von 64 Bit ist selbst einer aktuellen Anfängerklassen-Grafikkarte nicht mehr würdig. Das verlangsamt das Speicherinterface so enorm, dass ein schneller Schreiber die Daten gefühlt sogar schneller mit der Tastatur eintippen könnte. Unterirdische 48 GB die Sekunde bleiben dann nämlich nur noch übrig. Weniger als die Hälfte der AX 550. Jetzt noch den typischen Nvidia-Namensbonus beim Preis obendrauf und fertig ist. Tja, was ist das denn jetzt überhaupt? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Jedenfalls wohl keine ernsthafte Konkurrenz zur AX 550. Hier würde nur ein deutlich günstigerer Preis Vorteile bringen. Was die Karte noch retten könnte, ist eigentlich nur ihr klassisches Einsatzgebiet. Denn Spiele in maximal Full HD mit sehr geringen Details oder Simpelspielchen bieten nicht gerade eine Grafikfülle, die einen enorm hohen Speicherdurchsatz benötigen würde. Je nach Spiel könnte der Durchsatz mit der Geschwindigkeit eines 100-jährigen Greises beim Rollatorrennen gar nicht mal so problematisch werden. Das einzig Positive, was ich der Karte entnehmen kann, ist eigentlich die geringe TDP von nur 30 Watt. Die Karte ist da ja so eine klassische Karte, die halt passiv gekühlt werden kann. Erste Tests werden es dann wohl zeigen, denn die Karte wird wohl schon in wenigen Wochen zu kaufen sein. Wer jedoch nun jetzt schon eine extrem günstige Karte der Anfängerklasse benötigt, kann wohl ruhigen Gewissens noch zur AX 550 greifen. Da ich aber selbst die AX 550 nicht wirklich empfehlen kann, solltet ihr noch die Sofaritze in der Münzen durchsuchen, um die gefundenen Euros für die AX 560 anzulegen.
Diese ist nämlich deutlich empfehlenswerter. Und da es für das nächste Thema keine wirklich perfekte Überleitung gibt, mache ich hier einfach mal einen ganz harten Schnitt weg vom PC und hin zum wohl bekanntesten Spielekonsolenhersteller überhaupt, nämlich Nintendo. Denn wer glaubt, dass Nintendo sich nach dem Release der Switch auf seiner faulen Konsolenhaut ausruht, der hat sich ganz klar geirrt. Denn völlig überraschend hat Nintendo eine neue Konsole angekündigt. Und wer noch nichts davon mitbekommen hat, der kratzt sich sicherlich gerade die Stirn ganz wund, weil er sich einfach überhaupt nicht vorstellen kann, was das nun für eine Konsole sein soll. Und ob dieser Release nun wirklich sinnvoll ist oder auch nicht, das darf sicherlich bezweifelt werden. Und bevor ich noch weiter blödes Zeugs laber, gucken wir uns doch das Konsölchen mal einfach genauer an. Und seid ihr genauso begeistert wie ich? Tja, Nintendo bringt also nun wirklich noch ein 2DS XL auf den Markt. Und diese kann aktuell ausnahmslos alle 3DS-Titel abspielen, natürlich ohne 3D. Wie beim Zusatz XL zu erwarten, ist der Bildschirm natürlich mit 4,88 Zoll relativ stattlich geraten und ist dem 3DS XL verdammt ähnlich. Die einzige echte Neuerung ist aber wohl nur der neue Stick auf der rechten oberen Seite, den Nintendo C-Stick nennt. Dieser soll in kompatiblen Spielen dann besonders präzises Steuern ermöglichen. Um das beurteilen zu können, muss man diesen aber natürlich erstmal selbst ausprobieren können. Ausgeliefert wird das gute Stück dann mit einem Touchpen, einer 4 GB MicroSD-Karte, 6 Augmented Reality-Karten und einem Netzteil. Als Farbvarianten gibt Nintendo Schwarz und Türkis und Weiß und Orange an. Dass ich da als Schwarz-Orange-Fan natürlich ziemlich enttäuscht bin, könnt ihr euch sicherlich denken. Ich selbst bin mit meinem normalen 3DS eh zufrieden und sehe überhaupt keinen Grund für dieses neue Handheld. Mich würde eigentlich eher interessieren, ob an den technischen Daten noch irgendwas verändert wurde. Aber dazu gibt Nintendo, wie üblich, halt leider keine Informationen. Und für alle, die sich jetzt tatsächlich über diese News gefreut haben, das Teil gibt es ab dem 28. Juli zu kaufen. Ein bisschen ist es also noch hin. Ach ja! Logischerweise ist der 2DS XL dann auch etwas günstiger als sein 3D-Schwesterchen. Daher dürft ihr schon mal ca. 150 bis so 160 Euro unter eurem Kopfkissen bunkern. Und jetzt mal ehrlich, was haltet ihr denn von dem 2DS XL? Ist das eine sinnvolle Neuerscheinung oder einfach nur völlig überflüssig? Meine Meinung dazu kennt ihr ja bereits und diese müsst ihr natürlich auch nicht teilen. Also ab mit eurer Meinung in die Kommentare und natürlich könnt ihr auch an meiner Umfrage in der Infoleiste hier teilnehmen. Und da sind wir auch schon wieder beim Kommentar des Tages. Der heutige Kommentar hat mich so ein bisschen stutzig gemacht und ich bin nicht sicher, ob Marius auch wirklich über die Frage, die er dort gestellt hat, nachgedacht hat. Marius fragt nämlich, zockst du eigentlich privat? Aber wenn Marius schon so höflich fragt, dann will ich natürlich auch höflich darauf antworten. Na klar! Wann denn sonst? Und nun kommt wieder meine von euch so geliebte Like-Bittelei. Also,
Alle, die mich auf dem Weg zu 100.000 unterstützen möchten, sind mal wieder dazu aufgefordert, liked und teilt dieses Video, bis die Maustaste anfängt zu glühen. Abonniert mich und empfiehlt meinen Kanal allen Leuten, die ihr kennt und die euch in der Stadt über den Weg laufen. Und in einer Großstadt können es ja schon mal eine ganze Menge Leute sein. Und wer nicht genug von meinen Videos bekommen kann, findet jetzt auf meiner Endcard sicherlich noch was Interessantes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.